An der TH Lübeck legen wir sehr viel Wert auf Praxis. Das heißt, die Studenten erhalten die Möglichkeit, die Dinge, die sie theoretisch lernen, auch direkt praktisch durchzuführen. Dafür haben wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Projekten. Dazu gehört beispielsweise der Aufbau von Audioverstärkerschaltungen, die Arbeit mit Unterwasserrobotern, Internet of Things und auch der Automatisierungstechnik. Ein gutes Beispiel dafür ist unser LampAmp, bei dem die Studierenden aus einer Taschenlampe einen voll funktionsfähigen Audioverstärker gebaut haben. Ich finde, das Ergebnis, das lässt sich wirklich hören. Normalerweise sind wir als Ingenieure es gewohnt, dass wir die Maschinen steuern, aber es geht auch andersrum. Und das haben wir an einem ganz altbekannten Videospiel gezeigt, Pong. Dieses Videospiel haben unsere Studierenden umgesetzt in ein Spiel, bei dem die Maschine letztendlich die Menschen steuert. Dafür werden die Menschen mit Sensoren erfasst und wir haben eine Art virtuelles Spielfeld, bei dem der Computer dann entscheidet, wo die Menschen hingehen müssen. Die Pedals können den Ball nicht sehen, das heißt, sie müssen auf die Signale sich konzentrieren, die sie von dem Computer erhalten. Und auch für den Ball gilt, dieser wird nur durch den Computer und nicht durch den Willen des Menschen gesteuert. Das ist ein Unterwasserroboter. In diesem Semester sollen wir ein Nutzungskonzept entwickeln für diesen Roboter. Und unsere Idee ist es, diesen Roboter in der Ostsee einzusetzen, um Geisternetze aufzuspüren und zu markieren. Wir haben vor, jetzt für die Weiterentwicklung dieses Systems und der Idee mit den Geisternetzen, dass der Roboter autonom unter Wasser fahren kann, eigenständig die Geisternetze findet. Und dafür können wir den verbauten Raspberry Pi sehr gut benutzen, um die kabelgebundene Steuerung vielleicht wegfallen zu lassen. Es ist 2:55 und auch diese Uhr enthält eine der Platinen, die unsere Studierenden entwickelt haben. Das sieht eigentlich wie ein ganz normales Carrera-Auto aus, ist es aber nicht. Es enthält eine von uns gefertigte Platine, die ermöglicht, dass es immer mit der maximalen Geschwindigkeit fährt und niemals aus der Kurve fliegt. Wie das geht, zeige ich gern.